Raiffeisen hat immer gesehen, der Mensch muss im Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Tuns stehen. Seine Kunst war es, den Menschen eine Vision zu geben, ja. Amalie Raiffeisen hatte eine enorme Lebensaufgabe zu bewältigen. Wir kommen auf jeden Fall zu einer gerechteren Gesellschaft, auch über das Genossenschaftswesen. Eine Genossenschaft ist natürlich per se ein demokratisches Organ. Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele. Die Mitglieder des Vereins kennen einander ja und bürgen füreinander. Was einer nicht schafft, das schaffen viele. Nicht wahr, Amalie? Immer wieder fragt man mich, wie er denn gewesen sei, wie alles zustande kam. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, mein Vater. Er lebte, 1818 in Deutschland geboren, in unruhigen Zeiten, die voller Veränderungen waren. Man muss sich das Land damals völlig anders vorstellen, als es heute ist. Am Land gab es Armut. Am Land gab es Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten. Am Land gab es Abhängigkeiten. Und dann kommen die Seuchen dazu, kommen die Hungersnöte dazu, die schlechte Versorgung kommt dazu. Das alles baut sich auf, letztlich zu einer großen, großen Frage, der Landfrage. Er wollte das Leben der Bauern, der kleinen Leute nachhaltig verbessern. Kooperation, Solidarität, Hilfe zur Selbsthilfe, das war für ihn der Schlüssel dazu. Raiffeisen ist mit Sicherheit nicht der Erfinder der Genossenschaften. Genossenschaften sind sozusagen ein Urtyp menschlicher Verbundenheit. Aber Raiffeisens große Leistung war, diese Idee in die Neuzeit zu transportieren und in der Form der ländlichen Genossenschaften so praktikabel zu gestalten, dass sie bis heute ja funktionieren. Eine Genossenschaft ist die optimale Unternehmensform, wenn mehrere Menschen ein gleiches wirtschaftliches Anliegen haben, ein Einzelner dies nicht alleine umsetzen kann, gemeinsam es aber gelingt. Jeder in der Genossenschaft hat eine Stimme, unabhängig von seinen Geschäftsanteilen. Genossenschaft ist Selbsthilfe in wirtschaftlicher Selbstverantwortung und Verwaltung. Es gilt, einer für alle, alle für einen. Der Winter 1846-47 war die letzte mitteleuropäische Hungerkatastrophe. Und genau in diesem Winter hat sozusagen Raiffeisen seine große Aufgabe gefunden. Raiffeisen hatte den Plan, aus anderen Gegenden im Reich Korn zu beschaffen. Hat Menschen gefunden, die mit ihm hafteten für die Kredite, die er aufgenommen hatte. Und so gründete er dann als ersten Verein überhaupt den Weyerbuscher Brotverein. Vaters Brotverein errichtete zudem ein eigenes Backhaus, wo Brot gebacken und verkauft wurde. Mit 27 Jahren wurde er Bürgermeister in einer bitterarmen Gegend im Westerwald, nahe von Frankfurt und Köln. Das war 1845, ein Jahr vor meiner Geburt. Sogleich ging er daran, etwas gegen die trostlose Lage der Menschen dort zu unternehmen. Er hat es nie ertragen, tatenlos zu sein. Die Bauern haben noch nicht gelernt gehabt, wie gehe ich um als Unternehmer? Wie kann ich als Unternehmer auf einem Markt realisieren? Und das mussten sie lernen, das war ein harter Weg. Das Wuchersystem, das waren kurzfristige und hochverzinste Darlehen, Kredite. Damals gab es Zinsen mit 80%. Das kann man sich heute alles nicht vorstellen. So wurden diese armen Menschen weiter in die Abhängigkeit getrieben. Raiffeisen hat dann gesagt, wir müssen einfach den Bauern günstige Kredite geben. 1866 verfassten wir Vaters Buch über sein System der Genossenschaften.
Die wesentlichste Pflicht der Mitglieder ist die Haftbarkeit. Dass nämlich alle für eines und eines für alle haften. Raiffeisen hat immer gesagt, meine Genossenschaftsbanken müssen den Kirchturm sehen. Was für eine wunderbare Botschaft eigentlich, gerade in Zeiten der Bankenkrise, wo jede Bank keinen Kirchturm mehr sieht, das Geld auf die Reise in die große, weite Welt geht. Ja? Wir hoffen, dass es Zinsen bringt, aber stattdessen kommt es selber gar nicht mehr zurück. Ich bin eigentlich ein großer Freund der Konstruktion von Genossenschaften. Das hat ja viel mit Solidarität zu tun, mit einem Kollektiv. Was mich am meisten überzeugt an dem System, und ich glaube, dass man das in vielen Bereichen des Lebens anwenden kann, ist die automatische Stabilisierung, die dadurch entsteht, dass der Genosse ja gleichzeitig Eigentümer und Kunde der Genossenschaft ist. Und das bedeutet, dass wenn der Eigentümer dem Kunden schadet, schadet er sich selbst, und wenn der Kunde dem Eigentümer schadet, auch. Und dieses System hat halt eine Selbststabilisierung, die man sonst im Kapitalismus nicht findet. Denn mir scheinen Genossenschaften keine Alternative zum Finanzmarktkapitalismus zu sein. Dafür sind sie vielleicht an sich zu schwach und unterliegen irgendwann auch wieder diesen Gesetzen. Aber sie scheinen mir eine Alternative im Kapitalismus darzustellen. Genossenschaften überhaupt haben vielleicht ihre große Zukunft noch vor sich.